Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu unserem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man in Runden bzw. in Spiralen häkelt. Noch eine kleine Anmerkung zum letzten Video mit den Doppel- und Dreifachstäbchen. Das gibt es natürlich dann auch als Vierfachstäbchen, also ihr könnt das immer um eins quasi erweitern. So, aber jetzt fangen wir mit den Runden an. Ich habe schon mal eine Luftmaschenkette vorbereitet mit 20 Luftmaschen. Und wir beginnen damit, dass wir zur letzten Masche hin mit einer Kettmasche schließen. Vorher müsst ihr darauf achten, dass eure Luftmaschenkette nicht verdreht ist. Also diese Seite, die hintere Seite quasi, muss innen liegen. Und dann schließen wir in die letzte bzw. in die erste Masche mit einer Kettmasche. Brauchen wir, wir häkeln jetzt erstmal in festen Maschen, das heißt wir brauchen noch eine, quasi eine Wendeluftmasche. Und dann geht es im Prinzip ganz normal wie bei den festen Maschen weiter. Wir häkeln ganz normale feste Maschen. Wie die festen Maschen gehen, wisst ihr ja mittlerweile. Ansonsten schaut euch einfach unser erstes Video an. So. Und die festen Maschen häkelt ihr jetzt, bis ihr hinten wieder angekommen seid. So, die Runde ist jetzt fast fertig. Wir haben jetzt noch eine Masche vor der Kettmasche. Die häkelt ihr auch noch normal. Und dann haben wir hier die Kettmasche und hier diese Wendeluftmasche. In die Kettmasche nicht einstechen, sondern in die Wendeluftmasche. Und in der Wendeluftmasche macht ihr auch wieder eine Kettmasche. Also die hier auslassen und in die hier einstechen. Und da wieder eine Kettmasche. So. Dann ist die erste Runde fertig. So, jetzt machen wir wieder eine, quasi eine Wendeluftmasche. Die Arbeit wird zwar nicht gewendet, aber trotzdem brauchen wir diese Wendeluftmasche hier. Weil hier häkeln wir in Runden, bei den Spiralen nachher brauchen wir die Wendeluftmaschen dann nicht mehr. So, und jetzt setzen wir noch eine Runde drauf. Immer schön in festen Maschen. Ihr könnt natürlich auch halbe Stäbchen, Stäbchen oder was ihr möchtet machen in Runden. Da ist dann aber wichtig, dass ihr dran denkt, die richtige Wendeluftmaschenanzahl zu machen. So. Und so machen wir jetzt wieder bis zum Ende. Und danach zeige ich euch die Spiralen. So, wir sind dann wieder fast am Ende. Hier die letzte Masche noch. Und ihr könnt euch das ganz gut merken. Ihr habt hier quasi so eine schräge Masche, die ein bisschen seltsam liegt. Also nicht so gerade wie die anderen, ne? Das könnt ihr euch merken, die vor dieser schrägen Masche immer auslassen und in diese schräge Masche eine Kettmasche reinmachen. Und dann, je nachdem, wie lange ihr das haben wollt, wieder Wendeluftmasche, Runde und dann immer so weiter. Wir schließen hier jetzt mal ab. So. Und dann kommen wir gleich zu den Spiralen. So, machen wir mit den Spiralen weiter. Ich habe hier auch wieder eine Luftmaschenkette mit 20 Luftmaschen. Und hier ist jetzt so, in die erste Luftmasche hier kommt jetzt keine Kettmasche, sondern gleich eine feste Masche. So. So,
Entschuldige die Unterbrechung. Mein Fernseher hat sich gerade von selber wieder angeschalten. So, in die erste Masche, dann diesmal keine Kettmasche, sondern gleich eine feste Masche. Und im Prinzip häkelt ihr jetzt immer so weiter. Ihr häkelt einfach Runde um Runde in festen Maschen. Ihr müsst weder Kettmaschen noch Wendeluftmaschen machen. Ihr häkelt einfach immer weiter. Dadurch, dass ihr in der Spirale häkelt, habt ihr da nichts weiter zu tun, außer eure Maschen zu machen. Seien es jetzt feste Maschen oder sonst irgendwas. Nur mit, also in Spiralen mit Stäbchen häkeln ist ein bisschen anders, damit ihr keine Wendeluftmaschen machen müsst, weil sonst kriegt ihr ja wieder Runden. Wird das bei der Spirale so gemacht, ihr fangt auch erst mit der festen Masche an. Gut, ich habe jetzt hier zwei, aber eine reicht. Dann macht ihr ein halbes Stäbchen. Dann könnt ihr jetzt auch mit den halben Stäbchen. Gut, mit den halben Stäbchen könnt ihr auch gleich anfangen in der ersten Luftmasche. Das ist auch kein Problem. Nur dass wir zu den Stäbchen kommen, damit wir das stufenweise erhöhen, damit wir die Spiralen hinbekommen, müssen wir das so machen, stufenweise erhöhen. Das heißt, wir haben jetzt ein halbes Stäbchen und jetzt können wir ein ganzes Stäbchen machen. Mein Gott, ich hoffe, ich erkläre verständlich. So, jetzt haben wir hier einen schönen Keil und sind schön stufenweise nach oben gegangen. Jetzt könnt ihr hier auch mit den ganzen Stäbchen weiter häkeln. Also, bei den Runden ist sowieso klar, da hat man immer die Wendeluftmaschen. Von dem her ist es kein Problem, auch dann gleich mit den Stäbchen anzufangen. Und bei den Spiralen muss man halt stufenweise aufbauen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel groß zu beachten. Ihr macht das Stück halt dann so lang, wenn ihr stulpen möchtet, macht ihr es halt so lang, wie ihr das möchtet. Und ja, das war's heute eigentlich schon. Nächstes Mal. Was machen wir denn nächstes Mal? Ach, keine Ahnung. Das sehen wir dann. Also, wie gesagt, der Unterschied zwischen Spiralen und Runden ist einfach, dass die Runden Wendeluftmaschen haben. Und dass man bei den Spiralen auf die Stäbchen erst stufenweise aufbauen muss. Ansonsten habt ihr eigentlich überhaupt nicht viel zu beachten. Ich kann euch noch zeigen, genau das zeige ich euch jetzt noch schnell, der Faden hier, wenn ihr den nicht braucht, weil ihr nichts hinmacht oder so, und damit ihr den nachher nicht extra vernähen müsst, zeige ich euch jetzt, wie ihr den beseitigen könnt. Wir häkeln mal noch ein paar Stäbchen, dass wir ungefähr die Hälfte des Ringes haben. Mal draußen pfeift's. Geht ein ganz schöner Wind. So, jetzt haben wir gleich die Hälfte. Was halt bei den Spiralen noch, wo ihr drauf guckt, ihr müsst halt immer gucken, wo euer Anfang ist. Ich meine, man sieht es meistens gut an diesen Knoten hier, aber ihr könnt es euch auch markieren oder den Knoten eben, den Faden hier hängen lassen, bis ihr fertig seid und dann vernähen. Das ist auch kein Problem. Aber wenn ihr euch sicher seid, dann zeige ich euch, wie man den jetzt. So, jetzt habt ihr hier euer Stück. Der Faden zeigt erstmal nach hinten. Dann holt ihr euch den hier nach vorne, hinter der. Anders. Wir machen es anders. Ihr greift durch den Ring durch, holt den Faden hoch. So, jetzt habt ihr ihn hier und dann führt ihr ihn einmal im Prinzip obendrauf lang, bis zu der Masche, wo ihr gerade seid. Und wenn ihr in die Luftmasche einstecht, muss dieser Faden immer über der Nadel sein.
Dann holt ihr den Faden und macht ganz normal euer Stäbchen. Dann ist euer Faden auch schon mal befestigt. Und ihr müsst dann einfach beim Weiterhäkeln immer darauf achten, dass dieser Faden über der Nadel ist, wenn ihr durch die Luftmaschen durchstecht. So wäre dann dieser Faden auch schon versorgt. Und ihr könnt dann den restlichen Zipfel, der noch rausschaut, einfach abschneiden. Und wenn ihr merkt, er ist zu straff hier, also weil hier kann es sich ja ein bisschen dehnen und der ist zu straff, dann zieht ihr ganz leicht einfach ein bisschen den Faden wieder raus und macht weiter. Das könnt ihr auch bei den normalen Runden machen, ist auch kein Problem. Sind wir gleich am Ende, beziehungsweise dann könnt ihr einfach in jeder Masche weitermachen in euren Runden. Den oberen Faden, den muss man halt dann vernähen, den kann man dann nicht einhäkeln. Aber das ist auch kein Problem. Das Vernähen zeige ich euch dann auch noch. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr habt mein Rumgestammel verstanden. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt es auch in die Kommentare. Lasst uns vielleicht ein Däumchen da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!